In Wabi Profi 3 gibt es einen Button in der Kasse Zusatz. Was das ist, für was wir den brauchen, schauen wir uns jetzt an. Das einfachste Beispiel ist wahrscheinlich das, wenn Sie einen Artikel verkaufen und dann im Nachhinein hergehen und sagen, pass mal auf, den Artikel verkaufe ich billiger. Jetzt mache ich eine Preisreduzierung und wir sehen auch nun, dass der zweite Button von oben links sich jetzt Artikel Originalpreis nennt. Das heißt, hier könnten Sie den Originalpreis wieder zum Abgabepreis umwandeln. Also Beispiel draufklicken, das heißt die 20 Euro wären jetzt wieder die 24,99. Also eigentlich klar. Okay, wir sagen, wir geben den Artikel billiger her. An dieser Stelle muss ich anführen, dass die Software GDPDU-konform ist. Das heißt, Richtlinien von unserem Gesetzgeber berücksichtigt. Und somit hat ein Prüfer jederzeit die Möglichkeit, gewisse Dinge, steuerrelevante Dinge einzusehen. Was in diesem Fall ja auch der Fall wäre. Das heißt, eine Preisreduzierung ist steuerrelevant. So, und da könnten Sie einfach für Recherchezwecke reinschreiben SP, also Sonderpreis, dort Effekt. So, dann könnten Sie es abspeichern. Und Sie hätten nun die Informationen zum Artikel. Wenn wir jetzt einen anderen Artikel verkaufen, mache jetzt mal so. Da sehen wir dann, dass unser Button Zusatz jetzt hell ist. Stellen wir uns auf einen Artikel, bei dem Zusatzinformationen hinterlegt sind, wieder dunkelgrau. Diese können Sie anklicken, können sagen, ich will den Inhalt entfernen oder das, was hier angezeigt ist, übernehmen oder das Ganze einfach abbrechen. Wenn die Inhalte abweichen, ja, jetzt habe ich daneben geklickt, ist egal. Wenn die Inhalte abweichen, Original und zum Ist-Zustand, können Sie hier sagen, stelle mir das Original wieder her. Okay, also wir sagen jetzt einfach mal übernehmen. Des Weiteren könnten Sie natürlich bei Zusatz Informationen für den Artikel hinterlegen. Dies ist ein toller Artikel. So. Okay. Allerdings könnten Sie auch, wenn Sie im Artikel stammen, für einen Artikel, ich sage jetzt mal Zusatzinformationen, ganz tolles Wort. Hier könnten wir eine Produktbeschreibung oder sonst irgendwas mit reingeben. Und wenn wir das jetzt in der Kasse verkaufen, unseren Bauernhof, dann sehen wir, dass jetzt der Button Zusatz ebenso dunkelgrau ist. Das heißt, Sie wissen, hier sind auch hinterlegte Informationen da. Wenn ich auf Zusatz gehe, sehe ich jetzt die Informationen, die aus dem Artikel stammen kommen. Diese Zusatzinformationen können Sie am Rande bemerkt mit ausdrucken oder nicht ausdrucken, je nachdem, was Sie bei den Einstellungen im System hinterlegt haben.